Bruder Donatus, es freut mich, euch als neuen Glaubensbruder im Kloster von Kingsbridge begrüßen zu dürfen. Danke, Bruder Blasius. Aber was ist das hier für ein Ort? Dies ist das Skriptum, wo unsere Brüder in mühevoller Handarbeit die alten heiligen Schriften auf neues Papier übertragen. Dürfte ich davon etwas hören? Gerne, Bruder. Hey, da, Bruder Adelphius, was transkribiert ihr denn dort gerade? Ich lese es euch vor, Brüder. Gerüchten zufolge ist er ausgestiegen und auf Wanderschaft. Nach Schottland hat es ihn aber wohl nicht verschlagen, denn dort wäre er mutmaßlich den altkaledonischen Entenkrieger Donegal, bei dessen Abenteuer am Hadrianswal über den Weg gestolpert. Auch die stets wachsamen Augen des Entenhausener Gesetz haben Donald nicht gesehen. Dafür blickten sie in Gestalt eines Streifenpolizisten streng auf Phantomias herab. Ach, Donald ist Phantomias! Ihr habt recht, weit kann unser Held also nicht sein. Aber lest selbst, wie er der König der Landstreicher den Aussteiger zur Rückkehr bewinkt. Und dies geht immer noch seit dem Tag, an dem es geschrieben wurde. Amen. Amen. Und ich grüße euch zur nächsten Folge von... War es jetzt zu übergetrieben? Von Die Säulen der Erde. Ja, und Eike ist auch mit dabei. Hallo, Eike. Ja, hallo. Genau, ja, wir haben jetzt den Subprior aus dem Skriptrum, welches Sätze benutzt man heute gar nicht mehr, herausgelotet mit ein bisschen Trick von wegen hier, du Trottel! Genau, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber erstmal, mal sehen, was können wir denn hier, ist das Cheaten? Nee, es ist kein Cheaten, oder Eike? Doch, ist es. Mit den Hotspots anzeigen mit der Leertaste? Ja, das ist das Cheaten, man sieht es im Schwanzarsch. Genau. Okay, mit ihnen haben wir auch schon alles gemacht. Apropos Point-and-Click-Spieler, Eike. Ich habe letztens gesehen, ja, es gibt ja so einen Kanal auf YouTube, ne? GM Factory, kennst du vielleicht nicht. Die machen ja eigentlich mehr so Hörbücher, gesprochen von Georg Schweitzer. Genau, zu Lovecraft und Leuten, die mit Lovecraft zu tun haben, Geschichten, ne? Die wollen ja den nächsten anscheinend ein Adventure rausbringen, ein Point-and-Click-Adventure. Zu, was ist das? Innsmouth. Oder Innsmouth. Ja, das könnte man eventuell ja ins Auge fassen, oder? Weil ich glaube, so gute Point-and-Click-Spiele in Lovecraft-Richtung gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? So richtig viele. Oder kann man zumindest in der Hand abzählen, die meisten Spiele, ne? So wirklich, wirklich gute gibt es da, glaube ich, auch nicht wirklich. Weil Prison of 1 ist ja auch eher so, wie ich das Papa-Review denke, ne? Wenn ich einen Fehler mache, ist es deine Schuld. Ach was, hier, spüre die Macht meiner Schleuder. Ich bin David, du Goliath. Diese Menschen haben mir nichts getan. Ach, schade. Ich bin so gemein. Das ist der Einfluss von Red. Der macht, Alter, bringt nur das Böse im Menschen zum Vorschein. Nicht wahr, Eike? Insider. Eike? Mhm. Bist du noch da? Okay. Hey, an was arbeitest du da? Darf ich das mal lesen? Nein, Remigius wird ungehalten, wenn ich damit nicht fertig werde. Ich muss damit fertig werden, bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Genau, welches Jahr sind wir jetzt? 1135, glaube ich, ne? Ah ja, ach ja, und Kingsbridge, das Ganze hier, alles, was hier rum ist, hat nie existiert. Es ist alles fiktiv, habe ich nachgeschaut nochmal. Die ganze Kathedrale gab es nie. Bis auf das große Drumherum mit hier Könige und König Philipp und bla und so weiter. Das ist alles echt, aber diese ganze Geschichte hier mit der Kingsbridge, das hat es nie gegeben. Das hat sich der Ken Philipp aus den Fingern gesaugt. Kann man so sagen, ne? Eike, kann man da hingehen? Geh weg. Geh weg. Kann man ihn ärgern? Bitte. Lenk mich. Der Subprior könnte je... Lass mich zu... Ah, schade. Ich dachte, wir könnten ihn dazu bringen, hier auszuticken, was sie verschreiben. Und dann läuft der Amok. Und dann wird daraus das, das British... British, Scriptum, Massaker. Naja. Federkiel-Massaker. Genau, was auch immer das auf Englisch heißt. Woran arbeitest du? An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist... Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus?
Ja. Gut. Dafür kriegst du Einfluss. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Ah, Gottesurteil. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil. Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das Gott zu tun. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Kann auch allzu Religion machen. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden. Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Aber ich habe von Wundern gehört. Heilige, die selbst den Scheiterhaufen überlebten. Ja. Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Judicia Cleri. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter? Klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Geht ja nicht, ist das nicht ein bisschen früh? Das hat Pupi nur wegen dem Gag dran gemacht. Genau. Weil er damit sagen kann, oh, das ist zeitaktuell, das hat sich niemals geändert. Ja, es ist immer noch heute so. Auch heute werden Menschen heißes Eisen in die Hand gelegt. Genau. Das ist brandaktuell. Genau. Wir verbinden dir die Hände und schmeißen dich ins Wasser. Wenn du schwimmst, dann bist du eine Hexe. Wenn du untergehst, bist du unschuldig. Ist das richtig? Ach komm, das sagt der Klerus. Also, ja, früher war ja der Klerus und Kirche, ne? Staat und Kirche müssen getrennt sein. Gab's aber ja nicht. Lateinischer Sprachverfasser wird Philipps Buch im Skriptum von den Schreibgelehrten von Kingsbridge kopiert und hat seinen Weg mittlerweile in die Buchsammlung der Kloster von England und der Normandie gefunden. In der Normandie. Hauptsächlich wird es in höheren Kreisen der Kirche gelesen, denn der Inhalt des Buches ist anspruchsvoller und vielleicht gefährlicher Natur. In seinem Buch äußert sich Philipp kritisch zu Feuerproben und anderen angeblichen Gottesurteilen. Seit Urjahrhunderten wird behauptet, dass es der Zweck dieser Feuerproben sei, die Schuld eines Menschen zu beweisen. Die Kirche glaubt dabei vor, dass die Unschuldigen von Gott gerettet werden würden. Doch Philipp schreibt, dass der Mensch Gott zu seiner Urteilsverkündung nicht zu zwingen vermag. Nicht mal einmal der Papst. Der Mensch dient Gott und nicht Gott den Menschen. Philipp glaubt, dass Wunder, die sich bei den Feuerproben zugetragen haben sollen, nicht anders als Fälschung wären, um Freunde der Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Also so ähnlich wie Freibriefe? Nein. Würden die der Kirche gehen, wurden getötet oder verstümmelt. Weiterhin schreibt Philipp, dass die Existenz der Märtyrer ein Beweis dafür ist, dass Gott die Unschuldigen nicht einfach rettet. Daher müssten Feuerproben und andere Gottesurteile verboten werden, so Philipp. Kontrovers. Na, Eike? Genau. Gottesurteile. Hat sich da irgendwie der Martin irgendwie inspirieren lassen? Das gibt's ja bei Game of Thrones auch, ne? Ich bin unschuldig! Ja, das soll bewiesen werden. Nicht die zwei Typen da gegenseitig totkloppen. Genau, mit ihren Schwertern. Wenn er gewinnt, dann bin ich frei. Nach dem Motto. Das wäre wahrscheinlich spektakulärer, als jemanden abzufackeln oder grünes Eisen auf die Flossen zu packen. Ah, Jack. Ich wusste, du würdest wieder auftauchen. Sei bloß vorsichtig, dass du Remigius nicht unter die Augen kommst. Aber Philipp sagte, ich könnte jederzeit hier lernen. Leider nicht, während wir hier arbeiten. Darauf hat Remigius bestanden. Ah. Ich würde mich beeilen. Wir könnten uns auch natürlich einfach als Mönch tarnen. Ne? In dem Sinne. Ich glaube, das würde nicht viel ausfallen. Das ist so ein bisschen, als würdest du dich als schwarz-weiß anmalen unter einer Herde von Pinguinen. So, müssen wir die, glaube ich, jetzt noch darauf ansprechen, auf, was haben wir denn hier? Bücher. Wer hätte das gedacht? Nein. Doch. Viele davon habe ich noch nicht gelesen. Die meisten, um ehrlich zu sein. Oh, er ist voll der Bücher-Crack, Eike. So. Okay, wir könnten jetzt eigentlich nur all die Bücher ansehen, aber es brauchen wir nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir die Leute darauf mal ansprechen, auf das Ovid, was wir eigentlich brauchen. Hm.
Nein, hier ist es nicht. Vielleicht wissen die Mönche ja, wo ich dieses Buch finden kann. Oder so. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Das existiert. Welches suchst du denn? Die Amoris. Hast du davon schon mal gehört? Das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Ich weiß nicht mehr genau. Hat er. Nur ein oder zwei Seiten. Die Rest waren verklebt. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist doch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. In Winchester haben sie ein Kui, der Amoris. Genau. Erotische Literatur. Obwohl, ist das erotische Literatur? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne das Buch nicht. Ist es das, Eike? Vielleicht. Ah, Jack. Ich wusste, du würdest. Sei bloß vor. Aber Philipp leider nicht. Ja, das kennen wir schon. Genau. Du meinst so ähnlich wie das Dekameron, Eike? Genau. Da gibt's ja so ein paar Filme von. Wo sie. Ich glaube, der Trick war, glaube ich, bei den Decameron-Büchern war es, glaube ich, so, dass er es geschafft hat, dass die Bücher nicht verboten wurden, wenn ich mich nicht irre. Ja, jetzt muss ich ja mein Wissen angeben. Ja, voll trollig und so, ne? Eike. Ich glaube, er hat das so gemacht, dass er das irgendwie. Ja. Ich glaube, er hat das so gemacht, dass er die Geschichten mit Gottes. Mit Gotterglauben, mit Gottesglauben oder mit, verbunden hat, im Sinne von, ja, Liebe und so, das ist so einfach vom Mensch gegeben und die, das, was wir, hat er es quasi mit abgeschwächt. Ich glaube, das war irgendwie so in der Richtung. Ich glaube, so ist das. Deswegen konnte er die schweinischen Sexgeschichten erschreiben. Gab es eigentlich noch eine Geschichte, die mal vor kurzem wieder neu verfilmt wurde, mit der Alison Brie, die man noch aus Community kennt, als so, wie heißt das? Wie heißt denn das? Ich sag mal so, Mönche, Quatsch. Nonnen, die es nicht so ernst nehmen, sagen wir mal so. Verstehst, was ich meine, Eike? Ja. Upsi, da ist der Stallbursche in mich reingerutscht. Uiuiui, nach dem Motto, verstehst du? War der nicht? Hat doch, glaube ich, so getan, als wäre er blind wäre. Nee, oder taub. Nein, taub war es, glaube ich, genau. Muss er irgendwie fliehen und dann bumst er sich da durch das ganze Nonnenkloster. Schichten wie das Leben schreibt, nicht wahr, Eike? Exzesse hinter Klostermauern. Ah, noch mehr Wespen. Da hauen wir mal runter, Eike, nicht wahr? Ja, gut. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Ich glaube, das waren alle. Geil. Errungenschaft freischaltet. Kammerjäger. Yeah. Cool. Obwohl, Wespen zählen ja nicht. Zählen Wespen schon als Kammertiere? Als Plage? Naja. Wenn sie im Rollokasten sitzen, wahrscheinlich am meisten. Oh, Eike, ich erinnere mich, hier war doch mal was. Weißt du es noch? Hier waren doch hier diese Worte, die wir in der einen Folge, als wir hier noch angekommen sind, als noch Winter war, hier war doch was hinterlassen von den einen. Wie heißt es? Von den einen Mönch, der hier, glaube ich, von den Remigius so zusammengeklopft wurde, der abgehauen ist. Weißt du es noch? Ich glaube schon. Warte mal, kann ich das sehen? Er hat hier was im Balken geritzt. Eigentlich verbittert. Kann ich das lesen? Ich kann es nur anschauen. Es ist nur halb. Okay. So, und das ist das Mühlenwerk. Eine geniale Erfindung. Naja, genial. Ja, Fimbrius Rad, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Darf ich mal? Cool, Eike. Jetzt haben wir eine Handvoll Ameisen in der Tasche. Meine Ameisen. Ich habe nur ein paar genommen. Das sind nicht alles deine Ameisen. Hast du nicht die Bibel gelesen? Der gehört dem Menschen alles, was auf der Erde kreucht und fleucht. Also sind auch meine Ameisen. Cool. Jetzt haben wir eine Handvoll Ameisen in der Tasche, Eike. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das, was daran falsch sein könnte. Das Wasser treibt das Rad an. Ja, das tut es. Nein. Dann noch mehr Räder. Ja.
Und den Mühlstein. Genau. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an. Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. Eike hat neue Ideen. Das geht doch nicht. Ja. Das war schon immer so. Hat schon immer so funktioniert. Macht da nichts Neues. Genau. Und ein paar hundert Jahre später dreht das Mühlrad, erzeugt die Mühlräder Strom. Na gut, gibt's ja noch nicht. Wir sind ein bisschen davor. Gut. Aber wir sind schon soweit. Okay, in der nächsten Folge gehen wir jetzt dann zu... genau. Ich glaube, ich gehe mal hier raus. Genau. Gehen wir dann zurück zur Kathedrale. Warte mal, ist hier zufälligerweise... Nee, hier könnt ihr gar nicht hin, oder? Ich glaube, wir können hier nicht hin. Ich glaube, sie ist nicht da, oder? Wenn ich einmal mehr Zeit habe, überlege ich mir mal ein paar andere Arten von Mühlen, die wir bauen könnten. Das Wasser ist hier, das Getriebe ist hier. Warum sollte man nur Mehl mahlen? Genau, was könnte man noch alles machen, der Mahlen, Eike, ne? Obwohl, der oberste, der Skriptum-Typ, der würde das Mühlrad dann so machen, oh mein, der hätte wahrscheinlich die Idee, ja, da machen wir dann so Paddel dran und dann verploppen wir dann neue Movizen. Das ist eine geniale Erfindung. Genau. Okay, aber Leute, wie gesagt, wir sehen... Oh, was denkst du dir, Eike? Er ist gar nicht so blöd. Er ist gar nicht so blöd, ne? Gut, aber Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann machen wir uns wieder auf nach Kingsbridge und werden dann hier die Ameisen einsetzen. Ja, ich sag nur, es wollen nur irgendeine Hosen stecken, aber in anderen Hosen. Das sehen wir dann aber dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Er hat Eichhörnchen in seiner Hose drin. Genau. Eichhörnchen. Wildes Eichhörnchen! Mit Schaum vom Mund. Oder aber noch besser noch mit zwei Köpfen. Ach ne, es war ein anderes Point-and-Click-Spiel. Also bis dann. Ciao. Ja.